Eine gute Minute ist gelaufen. Beim ersten Formel-4-Rennen in Spielberg, da staubt es bereits so richtig. Schon in der dritten Kurve kommt es zum Massencrash. Ein Dreher nach dem anderen. Der Kettenreaktion folgt eine lange Safety-Car-Phase und ganze 7 Ausfälle. Und etwas später gibt es erneut Probleme in diesem Streckensegment. Correa und Aberdeen sind sich uneins über die Vorfahrt und der Südafrikaner findet sich auf dem Grün wieder. Mit diesem ganzen Chaos hat Marcus Armstrong nichts zu tun. Der 16-jährige Neuseeländer war von der Pole gestartet und hält Platz 1 über das gesamte Rennen. Aufs Podium folgen ihm Michael Waldherr und der Däne Niklas Nielsen.